Ciao, ich bin Julia. Julia K. Gut, dass Sie da sind. Mich hat seit Ewigkeiten niemand mehr besucht. Es ist schon Jahre her. Ich muss Ihnen meine Geschichte erzählen, aber wo soll ich nur beginnen? Es ist so viel passiert. Ich sollte bei meiner Kindheit beginnen, aber ich erinnere mich nur sehr vage. Ich erinnere mich nur an den Sommer 1929, als sie mich zu meinem Kindermädchen schickten. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Nein, kleiner Spatz, heute Abend nicht. Ein Nebel kommt auf. Siehst du? Ja, ich weiß. Und wenn es neblig ist, tötet die Frau junge Mädchen. Aber warum ist sie so böse? Weißt du, Julia, Schmerz und Leid können uns dazu verleiten, böse Dinge zu tun. Auch wenn wir eigentlich gute Menschen sind. Genau wie Soldaten, die andere Soldaten töten müssen. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Sie macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Bald bin ich auch eine junge Frau, dann könnte sie mich auch töten. Tötet sie auch die, die sie mögen? Natürlich nicht. Das beruhigt mich, weil ich sie mag. Aber was ist mit Martha? Wäre sie in Gefahr? Deine Schwester ist bei deiner Mutter. Also mach dir keine Sorgen. Fehlen sie dir? Nein, ja, Martha fehlt mir ein bisschen. Aber ich verbringe gerne Zeit mit dir. Geh jetzt schlafen, kleiner Spatz. Es wird langsam spät. Ja, Nanni. Ich gehe schlafen und träume von der weißen Frau. War sie hübsch? Oh, sie war sehr hübsch, ja. Bildhübsch. Dann wird sie auch hübsch in meinen Träumen sein. Und werde ich auch so hübsch wie sie? Du wirst noch viel hübscher sein. Nanni, da die weiße Frau mir ja nichts tut, weil ich sie mag, und weil du keine junge Frau bist, kannst du mir ihre Geschichte erzählen, auch wenn es neblig ist. Bitte, oh bitte, 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 bitte. Danach schlafe ich ein, versprochen. Na gut. Du setzt immer deinen Willen durch, du Schlitzohr. Ich habe Nanni geliebt und diese Geschichte. Sie klang mit jedem Mal faszinierender und immer wie neu. Ich habe Nanni jede Nacht darum gebeten, sie mir zu erzählen, obwohl sie mir Angst gemacht hat. Selbst heute kann ich mich noch an jeden einzelnen Tag aus dieser Zeit erinnern und daran, wie glücklich ich war. Einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Sie freute sich auf einen Spaziergang mit ihrer großen Liebe am See und blickte auf den alten Baum, der auf der Seeinsel wuchs. All die Hoffnung und Sehnsucht. Doch es war der Tod, der sie erwartete, nicht ihre große Liebe. Gut, habe ich jetzt nicht aufgepasst? Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Und so wurde er auf der kleinen Insel mitten in dem See erhängt, wo er die Frau getötet hatte. Aha. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Der weißen Frau. In den Tiefen dieses Sees gefangen. Sie trauert bis in die Ewigkeit um den Verlust des Mannes, den sie so liebte.
weiße Frau ist dafür bekannt, bei Nebel den See zu verlassen und durch die Wälder zu streifen, auf der Suche nach ihrer längst verlorenen Liebe. Mhm. Im Nebel der Morgendämmerung behauptete schon so mancher Jäger. Mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin ein bisschen überbelichtet und stört mich gerade. Einen Augenblick. Ich meine, wäre so ein bisschen besser. Also sorry, geht weiter. In der Ferne das Wehklagen einer Frau vernommen zu haben. Die weiße Frau ist dafür bekannt, bei Nebel den See zu verlassen und durch die Wälder zu streifen. Soll ich aufhören zu lesen, mein kleiner Spatz? Nein, Nanny. Papa sagt mir immer, dass man sich der Angst stellen muss. Lies weiter. Genau. Na gut, Schatz. Jedes Mal, wenn die traurige Erinnerung an die Nacht, in der sie ihr Leben verlor, in ihrer Seele hochkommt, nimmt sie einer jungen Frau das Leben. Indem sie einer solchen Jugend das Leben raubt, fühlt sich die weiße Frau, wenn auch nur für einen Augenblick, frei von der Schwere ihres Schmerzes. Aha. Gute Nacht, Nanny. Gute Nacht, Schatz. Ich habe fast 3 Jahre bei Nanny verbracht. Und als ich zurück nach Hause kam, habe ich schnell verlernt, glücklich zu sein. Meine Erinnerungen kehrten erst 15 Jahre später zurück, 1944. Während ich dort lebte, beschäftigte ich mich damit, im Wald am See Kameras aufzustellen. Mein Vater hatte ein Gerät gebaut, das man an die Kameras anschließen konnte. Damit konnte man in festgelegten Intervallen Fotos machen. Ich habe versucht, Tiere zu fotografieren und was es sonst noch so an diesem verdammten Ort gab. Kamera öffnen. Alte Filmrolle rausnehmen. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt gewollt hätte, aber gut. Neuen Film reinlegen. Also, okay. Beide gleichzeitig? Kamera zumachen. Film laden. Timer aktivieren. Ah. Gleich geschafft. Jetzt nur noch das Motiv fokussieren. Schwimmt etwas auf dem Wasser. Vielleicht kann ich es durch die Kamera besser sehen.
Tja, was soll ich jetzt machen? Ah ja, um das... Ah! Ja, die ist eine Leiche. Ist das ein Mensch? Ich muss ihm helfen. Boah. Ich war entsetzt über die Vorstellung, dass jemand in meinem See ertrunken sein könnte. Der See war meine Welt. Ich verbrachte dort den ganzen Tag mit Träumereien. Ich habe mich oft in Gedanken verloren, aber das war ein richtig böses Erwachen. Schlimm. Ich habe sofort gesehen, dass die Person eines meiner Kleider anhatte. Ich hatte Angst. Ich versuchte dann, diesen leblosen Körper so gut ich konnte ans Ufer zu zerren, ohne selbst zu ertrinken. Erst als ich ihn in meine Arme genommen hatte, wurde mir klar, um wen es sich handelte. Es war meine Schwester. Mein Zwilling. Ein Teil von mir. Tot. Unbegreiflich. Ich war so verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich tun oder denken sollte. Ich muss ruhig bleiben. Martha ist nicht tot. Das kann nicht sein. Das ist nicht wahr. Es ist alles in Ordnung. Martha, 26. Februar 1923. Ist alles okay? Nee. Was machst du da? Los, Erich, lauf! Meine Eltern rannten auf mich zu und meine Mutter umarmte mich. Sie, die mich hasste, war zärtlich zu mir. Ihre Wärme erfüllte mich mit Kraft und der Schmerz wurde erträglicher. Ich fühlte mich geborgen. Martha, ist alles in Ordnung? Fragte sie mich ganz langsam, damit ich ihre Lippen lesen konnte. Sie dachte, ich sei taub. Sie dachte, ich wäre Martha. Ich wollte nicht, dass dieser Moment vorbeigeht. Also nickte ich leicht. Mir war nicht klar, dass ich etwas getan hatte, das unumkehrbar war. Ich musste nun so tun, als wäre ich Martha. Für immer. O Herr, der du die Sterbenden zum Leben erwächst, gib dein Opfer der Liebe für Marthas Seele hin. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.
damit ich im ewigen Licht wieder mit ihr vereint sein kann, um niemals die Verwüstung des Fegefeuers zu erleiden. Bitte gewähre ihr die ewige Ruhe und den ewigen Frieden, o Herr, und möge das ewige Licht auf sie scheinen. Erich, hast du daran gedacht, die Kerzen im Flur anzuzünden? Die Leute kommen bald. Mama findet immer für jeden etwas zu tun. Also ich habe jetzt gar nicht zugehört. Kommt denn nun jemand, um diese verdammten Blumen zu holen? Wenn Mama nach was fragt, gibt es kein Entkommen.
bei ihr muss immer alles perfekt sein. Hä? Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Kommen die Blumen denn hin? Scheiße. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Ah, ey. Ich dachte schon, ich scheide an so einer einfachen Aufgabe.